Hallo, ihr Querlinge, Baron Drinki, der erste von Querland, war drauf und dran, zum Tal der Toten zu marschieren, aber er hat euch den Raben und auch Tristian ein bisschen, na sagen wir mal, nicht Muffensausen bekommen, aber er hat sagte sich so, ah, vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen vorsichtiger sein, als das bisher geplant war. Und das veranlasst ihn dazu, jetzt erstmal hier den Weg auszukundschaften. Ja. Und nochmal seine Schritte zurück nach Klein Querstadt zu lenken, um sich mit Diamantstaub einzudecken. So, da geht's auch nicht hier oben zu. Ein betrunkener Riese. Ja. Das wird gerade bearbeitet. Tut mir leid, wenn das Problem so lange dauert, aber ich kann es nicht ändern. Mann. Ich war gerade schon dabei, das Problem zu lösen. Und das verursacht während der Lösung schon Debuffs. Das ist ja scheiße. Ich hätte ihn bloß umhauen sollen, diesen hässlichen Riesen. Naja. Alles nicht mehr zu ändern. Alles verkostete Milch. Reiß mal zurück. Nein, 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 noch nicht. Also, kein Querstadt. Ein paar Sachen verkaufen. Die Gruppen zusammen. Mensetzung wird bleiben, wie sie ist. Gilb Nummer 7. Also, nur noch 7 Gilbe nach dem hier. Ja, das machen wir. Aber erstmal hauen wir dem hier auf die Mappe. Wer bist denn du? Bandit-Attacke. Du kleiner Zwerg mit Irokesen steht, du Spitzbull. Ist ja noch einer. Fernkampfduell, ja? Das werdet ihr verlieren. Siehst du? Aber noch irgendwo einer. Schweinebacken. Ach, da ist noch einer. Oh, das ist herbeigerufenes Viehzeug. Hier ist irgendwo einer, der castet. I'll cut you. Da! Weg. Wo ist die Windrose? Die ist hier oben vermutlich. Richtig? Jo. Leute, kommt ihr? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ihr Mäuse. Erschöpft seid ihr auch schon wieder. Ah. So, hier ist erwartungsgemäß nichts Besonderes dabei. Aber frohlocket, noch 7 Gilbe bis zur Errungenschaft. 93 von 100. Survivor. Hm? Und Harim war da zu sehen. Wenn Jubilus dabei gewesen wäre, hätte er bestimmt wieder diese Sprache des Raben adaptiert. Jubilus, das ist doch nicht zu glauben. Schnauze. Oder vielmehr Schnabel. Hier einfach nur rausgehen. Darf ich das? Die beiden sind schon zermatscht. Regonga und Knock Knock. Die können schon gar nicht mehr richtig laufen. Ihr sollt eigentlich nach Gleikirstadt, habe ich euch mal gesagt, oder? Noch ein Gelb? Nein. Auch übrigens auch nichts zu tun. Da gleich mal zum Händler gesprungen. So. Es werden gekauft 8 Rationen. Ich verkaufe alle normalen Waffen, alle normalen Rüstungen, inklusive einer Feldrüstung plus 1 und einer Brustbattle plus 2. Normalen Edelsteinkram. Ich verkaufe auch einen Splitter des geschmolzenen Rings. Den habe ich nämlich noch im Inventar gehabt. Das ist ein Bug, dass ich den noch habe. Der ist ja schon längst repariert. Ja, ein paar Fälle und so. Tant. Und das gibt 4.500. Schnauze! Und dann würde ich mich gleich bis zur Halskrause mit Diamantstaub eindecken. Ich habe keine Lust, das ständig wieder machen zu müssen. Genesung braucht man jetzt doch häufiger als in früheren Zeiten. In due time. Deswegen, Jod Kafke, du machst gleich das Geschäft deines Lebens. Glaub mir. How may I serve you, your grace? Du kannst mir was verkaufen. Diamantstaub.
Moment. Wie will ich denn haben? Also, Genesung braucht 2 Diamantstaub. Dann will ich jetzt mir 200 Stück kaufen. Das muss reichen, eine Weile. 10.000 Goldstücke, das ist mir jetzt egal. Handeln. So. Jo, damit wären die Helden soweit erstmal ganz gut ausschaffiert. Ich lasse jetzt rasten. Dann tue ich noch ein paar Sachen in die Truhe. Diesen 2 Händler, den muss ich nicht mit mir rumschleppen. Und nehme andere Nahrungsmittel raus. Und dann gehen die Helden, wenn sie wieder ausgeruht sind, dann gemeinsam vor die Tore von Kleinquerstadt. Und da geht es im Video gleich weiter. So, vor den Toren von Quirstadt. Was? Ich war doch gerade im Thronsaal, da war doch gar nichts. Ah, ein Tempel für das Volk, Gelegenheit. Triumph, Wirtschaft plus 4. Danke, Jubilost. Und kritische Speller. Oh, was hast denn du da gemacht, Amiri? Diese Keliden, die gehen mir auf den Sack. Ehrlich. Voll ins Klo gegriffen. Was ist hier los? Handwerkerstreit. Das kannst du lösen, richtig. So, gut. Weg. Und dann wieder zurück in Richtung Tal des Todes. Und zwischendrin auf einen Gilb hoffen, an günstiger Stelle, weil ich nochmal rasten will und dann die beiden Helden hier fit machen will. Also, das geht sowieso nicht in einer Tour. Geht mal grundsätzlich in die Richtung. Also, kurz vorher darf gerne ein Gilb kommen, weil ich sagte kurz vorher. Es kann alles nicht dein Ernst sein, Gilb. Wieder Goblins, die laden mich wieder voll mit irgendwelchem Scheiß. Ne, es sind nur irgendwelche Miezekatzen. Und zwar große Böse, wilde Leoparden. Das gibt Fälle. Weg. Halt, stopp. Die Fälle nehmen wir mit. Heute 46 Pfund, das ist schlecht. Geht mal. Noch 5 gebe. Ich glaube, das schaffen wir bis zum Tal der Toten, diese Errungenschaft zu holen. Das wird gelingen. Das wären noch so viele Gilbe, die sind gerade in Hochform. Es gibt Leoparden in den Kabelern. Ich fasse es nicht, siehst du? Das ist überhaupt kein Thema. Ich verbringe die restliche Episode damit, gegen Gilbe zu kämpfen. We will prevail! Oh, der nächste Loot. Scheiße. Was für ein Gemetzel, aber sie lernen es nicht. Weg hier. Alles einsammeln. Gehen. Wir rennen mit einem randvollen Inventar ins Tal des Todes rein. Noch 4 gebe. 4 ist überhaupt kein Thema. Das kriegen wir hin. Bis zum Tal des Todes. Komm, Gilby. Der nächste ist reif. Na, et voilà. Es braucht keine besonderen hellseherischen Fähigkeiten im Moment, um Gilbe zu sehen. Ach, du schon wieder. Grant, you dead. Bist du die Schwester von dem Irokesenschnittzwergen, ja? Aber dein Stuck wird dir auch nicht helfen. Hier oben ist ein Beschwörer. Attacke. Machst du jetzt gar nicht da, ehrlich? Okay, dann dort. Und der Kleine, er ist verwundet und rennt in sein Verderben. Jetzt ist ein kleiner, verwundeter Halbling mit 2 Dolchen in der Hand, noch nicht mal magische. Rennt hier auf diese Helden zu und glaubt, was ausrichten zu können. Das ist eine KI, wie man sie liebt. Ich meine, ich hatte es ja, wenn ich DSA spiele, Nordrhein-Trilogie, wenn da die Gegner fliehen. Aber es ist so logisch, dass sie das tun. Natürlich geht auch der Loot dann flöten, nicht
nicht unbedingt die Erfahrungspunkte, aber der Loot geht halt flöten, weil du kannst den Gegner ja nicht ausnehmen, weil er mit einem Lebenspunkt dann irgendwie noch die Karte verlässt und sich davon macht. Aber es ist einfach unglaublich logisch, dass sie das tun. Und das ist total unlogisch, dass der Kleine da drauf zurennt. Naja. Noch mehr Loot übrigens. Ich glaube, ich muss vorher noch 3 Gilbe. Schaffen wir. Ich muss vorher nochmal irgendwo ein Lager anlegen. Ich kann mit diesem ranschvollen Inventar nicht ins Tal des Todes reingehen. Da wird es mehr geben. Die ganze Gilbe, ja, ich fasse es nicht. Keiner mehr, ehrlich. Da ich nicht weiß, ob das Tal des Todes wieder betretbar ist. Der Zitterhain scheint es zu sein. Geht mal kurz hier rein, aber nicht, um mir das anzugucken. Oh, es ist auch noch ein Grab. Na toll. Aber ich kann ja trotzdem hier rein und wieder raus, richtig? We should gather our strength. Nee, wir schmeißen hier mal ein bisschen Zeug hin. So, ich sollte hier sogar rasten wollen, wenn ihr das könnt. Keiner da. So. Das bleibt alles so, wie es ist. Jawohl. Halt, Moment. Ich kann versuchen, dass wir Shepherd's Pie kochen. Lighten up, Hacken. Let it go. I've buried so many friends and family that you could fill a whole cemetery with their graves. Your drunken friends aren't family. You don't respect the dead. Better keep quiet. Die beiden werden absolut keine Freunde mehr. Regonka sagt, entspannt euch, Egon, lasst los. Ich habe so viele Freunde und Verwandte begraben, dass man damit einen ganzen Friedhof füllen könnte. Und Egon und Ayo, eure betrunkenen Freunde sind keine Verwandten. Ihr habt keinen Respekt vor den Toten, seid besser still. In gewisser Weise gebe ich Ekon recht, weil Verwandte kann Regon gar nicht viele begraben haben. Er ist als Kind aus seinem Stamm weggekommen. Also Verwandte im Sinne von Blutsverwandte kann er eigentlich gar nicht gekannt haben seither. Naja, fortfahren. So, dann gibt's die Michelsche Segnung. Genesung vielmehr. Patricium Turinos. Rio im Kreis. Das Charisma ist wieder da. So hell wie je zuvor. Und dann holen wir das wieder. Dann versuchen wir diese ekligen Schwestern mit ihren giftigen Attacken zu vergessen. Ganz schnell. So, hier liegt unser Schatz raus. Ich hoffe, ich kann hier wieder hin. Das sieht aber nicht so aus, als könnte ich das nicht. Wir gehen. Das muss ich mir dann nur merken. Aber wenn ich das nächste Mal in dieser Zitterhain-Grabanlage bin und dann rausgehe, dann kriege ich ja wieder dieses Menü verwegen. Ja. Das Menü, dass ich das einsammeln kann. So, ihr seid gestärkt. Der Foodbuff wird aber weggehen, bevor ich das Tal des Todes erreiche. Oder Tal der Toten. Tal der Toten, betreten, endlich. Kein Gilb mehr, huh. Okay, und weil das hier eine ganz besondere Karte zu sein scheint, speichern. I am prepared. Kopfdampf rausholen. Das ist hier draußen gar nicht so groß, aber es scheint irgendwo reinzugehen. Achso, Moment mal, mir ist eingefallen. Nimm du mal die zweite Hinrichtung in die Hand, weil es geht ja hier gegen Untote, nehme ich an. Das ist zumindest sehr zu vermuten. Wir haben noch genug für 9 Rastenhelden. Ich hoffe, das reicht. Wahrnehmung. A trivial matter. Auf dem Boden sind Spuren zu sehen. Mehrere Personen sind kürzlich zu Fuß durch das Tor ins Tal gegangen. Wer kann das denn sein? Megawarn und Kollegen?
Töpfchen mit ein bisschen Zeug zum Kochen. Ja, noch ein paar Kräuter. Das wiegt alles nicht viel. Nocknock überlegt ja schon mal was wir aus der Krähe machen. Dem Raben, ich weiß aber, es ist eine Krähe. Wie wir sie zubereiten. Trinky ist mittlerweile bereit, sich an einem solchen Festmahl zu beteiligen, wenn es zivilisiert zubereitet wird, natürlich. So, ein Tor. Ein riesiges Tor versperrt ja den Weg. Die Säulen an den Seiten des Tors wurden aus dem Berg gehauen und sind wie das Tor selbst so hoch, dass ihr oberes Ende vom Nebel verhüllt wird. Das Tor ist verschlossen, aber du siehst kein Schloss und auch keine Klinke. Untersuchen? Die Tore sind voller alter Inschriften und verstörender Darstellungen von Gottesverehrungen und Opfern. Da sie aber sehr weit oben angebracht sind, musst du einige Schritte zurücktreten, um sie zu sehen. In der Mitte, wo sich die beiden Tore berühren, befindet sich eine runde Ausbuchtung mit drei schwarzen Haken. Da können diese komischen Schädel reingehängt werden. Wissen Arcanum 20. Das könnte klappen. Versuchen, die Bilder auf dem Tor zu entschlüsseln. Gescheitert. Regen und Wind haben ihren Tribut von diesem Flachrelief gefordert. Du erkennst nur wenige Gestalten, die etwas in die Höhe zu halten scheinen. Worum es sich bei den Gestalten handelt und was sie in der Hand halten, ist nicht zu erkennen. Was hast du denn gewürfelt, Hase? Eine Eins. Super. Nothing to see. Nothing to see. The storms have scoured it away. Just as my master shall do with you. Nabel. Oh, hoffentlich kann ich diesen Vogel irgendwann zur Rechenschaft ziehen. Der Rabe krächzt heiser. Nicht zu sehen, nicht zu sehen. Die Stürme haben alles zerrieben, wie mein Meister euch zerreiben wird. Ja, dein Meister, der dumm genug war, sich da einsperren zu lassen. Das ist ja ein toller Hecht, ehrlich. Wissen Arcanum 20 versuchen, die Inschriften über dem Tor zu entziffern. Gregonka, bitte, bitte. Der würfelt eine 3. Ab einer 6 hätte es geklappt. Eine 6 zu würfeln aufwärts auf eine W20 ist eine Hürde, die die Helden nur ganz selten überwinden. Und jetzt, das Schlimmste ist nicht, dass ich den Wurf nicht geschafft habe. Das Schlimmste ist sein Kommentar hier gleich. Das ist das Allerschlimmste. Die alten Inschriften sind der Zeit und dem Wetter zum Opfer gefallen. Du hast keine Chance, sie zu entschlüsseln. What is writ no more. Dringil hält sich die beiden Finger in die Ohren, wiegt den Kopf und sagt so ba 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 ba, summt ein Lied, irgendein scheißegal, zur Not ein Wiegenlied und hört sich an, was der da so im Hintergrund brummelt. Also er hört nicht zu, sondern er hört nur, dass er was tut, und wenn er leise und zu Ende ist, dann hört Dringil auf damit. Er hat nicht gehört, was er gesagt hat, aber ich lese es für euch vor. Dringil weiß es nicht. Er hat es übertönt. Das Federvieh sagt, was geschrieben stand, ist nicht mehr, denn Wind und Zorn forderten ihren Tribut. Außerdem bräuchtet ihr ein Wissen um Sprachen, das weit größer und älter ist als das eure, um zu lesen, was dort geschrieben steht, und einen weit größeren Verstand als den euren, um das Geschriebene zu verstehen. Die Haken in der Ausbuchtung zu untersuchen. Das Tor wurde offenbar für Riesen und ihresgleichen gebaut. Aber dennoch entdeckst du in einer runden Vertiefung 5 Fuß über dem Boden 3 kleine Haken. Warum wurden diese Haken so weit unten angebracht, wenn das Tor für Riesen gebaut wurde? Als du die Haken näher betrachtest, fallen dir Spuren von Ruß und Asche auf. Die Ausbuchtung untersuchen. Deine anfängliche Idee, dass sich in der Mitte des Tores irgendein altes Schloss befindet, erweist sich als falsch. Das Tor ist fest verschlossen, wie eine robuste Mauer, ohne Schloss, Klinke oder Schlüsselloch. Vielleicht sollte das Tor gar nicht geöffnet werden, sondern etwas aufhalten, das sich dahinter befindet. Zurücktreten. Torsäulen untersuchen. Mächtige Säulen ragen in den Nebel hinein. Du kannst dir nur mit Mühe vorstellen, welche Macht nötig war, um ein so gewaltiges Gebilde zu errichten. A mere touch of my master's power. Dringil hört nicht zu. Es ist ihm scheißegal, was das zukünftige Suppenhuhn davon sich gibt. Es gackert nur aufgeregt. Vielleicht ist es kurz davor, ein Ei zu legen, aber vielleicht auch nicht. Es könnten auch 2 sein. Alles gut? Gut, für euch lese ich vor. Nur ein Anflug der Macht meines Meisters. Er gebietet über Armeen, Sklaven, Diener, formt die Berge nach seinem Willen, krächzt der Rabe heiser. Dies ist ein Monument seiner Herrschaft, die schon bald wiederkehren wird. Das hat Dringil alles nicht gehört. Die linke Säule untersuchen.
Diese Säule steht auf der dem Wind zugewandten Seite und ist daher stärker verwittert als das restliche Tor. Du erkennst die verblassten Umrisse von Inschriften, die die Säule einst zierten. Allerdings haben sie Wind und Wetter unleserlich gemacht. Die rechte Säule? Zeit und Wetter konnten das flache Relief nicht zerstören, das sich vom Fuß der Säule bis hinauf in den Nebel windet. Neben komplexen geometrischen Mustern zieren die Säule Bilder von Lotuspflanzen und anderen Blumen, sowie mysteriöse Gestalten, die seltsame Riten feiern. Das Ganze ist erstaunlich detailliert. Du würdest Stunden brauchen, um alle Bilder zu untersuchen. Zurücktreten? Ich rufe nicht meinen Namen. Einen Stein auf das Tor werfen. Der Stein fliegt in hohem Bogen gegen das Tor und fällt auf den Boden. Da war das einige bange Augenblicke, aber nichts passiert. Die drei Räucherkessel aus den Gräbern entzünden und an die Haken in der Mitte des Tores hängen. Ihr habt das Tor überwunden, geht nun zum Tal, irgendwas. Von den brennenden Räucherkesseln steigen Rauchwolken auf und wabern durch die Augenhöhlen der Zyklopen. Du erkennst, dass der Rauch nicht aufsteigt, sondern dich umfängt und einhüllt, bis alles um dich herum in Dunkelheit versinkt. Toll. Hey Gongar, das mit deinem Wissen Arcanum war eine Glanzleistung. 1 und 3 gewürfelt. Oh Mann, wenigstens 1 von beiden hätte ich gehofft. Oh meine Fresse. Die Chance, beide Proben zu verkacken, war ziemlich gering eigentlich. Die waren nämlich 5/20. Also 1/4. Mal 1/4 quasi. Also 1/16. In 15 von 16 Fällen hätte Regonga mindestens 1 von beiden entschlüsseln müssen. Nö, das ist natürlich hier keine Option. Ich und W20 Würfe in Spielen. Es ist eine unendliche Geschichte. Hier liegt was. Plündergut. Ein Stück beschriebenes Leder aus alter Zeit. Das sammeln wir natürlich ein. Irgendwas Geheimverschenkiges hier. Spart eure Augen auf. Dann geht mal. Ah, wir sind einfach nur durchgelaufen. Das ist interessant. Wordakais Grab. Das ist jetzt erreichbar, theoretisch. Ich hätte auch hier was lassen können, vielleicht. Ich würde schon... Ach, jetzt muss ich durch den... Serpentinartig durch den Berg laufen. Klasse. Der Rabe wieder. Alles... Aber nicht der Rabe. Bitte ein Lindwurm, aber nicht der Rabe. Nicht der Rabe. Bitte nicht der Rabe. Bitte nicht der Rabe. Bitte nicht der Rabe. Wissen Welt, Michel. Probier's mal. Ihr seid auf 1 bis 3 abonniert, ich weiß, aber probier's mal. I'm glad to help. Ah, du hast es geschafft hier. Was hast du gewürfelt? Eine 14. Ne, eine 19 sogar. Schön. Die Tafel ist voll mit den Namen toter Zyklopen, die im Tal der Toten begraben wurden. Die Liste schließt mit folgender Aussage. Möge Wordakais Armee in Frieden und Asche ruhen, bis sie sich auf sein Geheiß wieder erhebt. Und dieser Regen ist so schön. It is done. Wir lesen noch. Der zweite Wurf war auch erfolgreich. Der Michel würfelt 1918, Regonga. Was sagst du denn jetzt, hä? Dein Macho-Gehabe kannst du mal stecken lassen beim nächsten Mal. Auf der Tafel stehen die Namen uralter Clans und Familien, die auf dem riesigen Friedhof begraben sind. Am Ende der Liste steht folgender rätselhafter Satz. Frei im Leben, gehorsam im Tod. Das heißt, es ist nicht rätselhaft, das ist doch logisch. Wenn sie tot sind, dann sind sie hier irgendwie gebunden und können hier als Marionetten in den Kampf geschickt werden. Mäuse, geht doch mal da weg. Es ist doch taktisch total unklug, was ihr da macht. Die Tanks müssen doch, genau, ihr Ding machen. Sag mal, hast du gerade den Hund umgehauen?
Oh nee. Das ist ja echt super hier. Und der Regen macht's nicht besser. Es ist ein Querplay vom Allerfeinsten gerade wieder. Oh Mann. Kram hier. Und Kram da. Die Helden stellen sich unter und warten diesen monströsen Monsun ab. Also, es ist ja ein sehr schönes Spiel. Aber sowohl der Regen als auch der Rabe gehen Trinkil und mir gerade so richtig auf den Sack. Heieieiei. Der Rabe ist bestimmt auch noch da. Der liegt da rum und steht nicht auf. Das soll einer glauben. Das glaube ich nicht. Any fun to be had? Hund, Heppel. Und dann. Be on guard. Das da. Animosi travis. A reckoning is at hand. Das magische Gewand. Animosi travis. Und dort. Und Adayan. Hund, schnüffel mal an diesem Ding da. Aha. Das sollen wir glauben. Geöffnet, das war sogar mit Knacken. Eine 11 gewürfelt. Schwierigkeitsgrad was? 26. Eine Sense magischer Art. Eine Sense namens Ewige Verbindung. Das wird Jätal interessieren. Die Helden hier gucken sich das noch ganz schnell mal an. Info. Die Sense ist mit unzähligen winzigen arkanen Inschriften überzogen, um ihrem Träger das Fokussieren von Zaubern zu erleichtern. Das ist eine Sense plus 2. Der Besitzer dieses Gegenstands erhält einen Verbesserungsbonus von plus 2 auf Angriffe mit Berührungszaubern. Das wird Jätal wird sich sehr über diese Jense freuen. Wissen Welt, Michel. Na? Ja, das habe ich kommen sehen. Ich hatte schon nicht zweimal die gleiche Falle. Naja, ist zumindest nicht häufig, aber es wird in Let's Plays schon hier und da die Gelegenheit dazu gewesen sein. Tausende und Abertausende ruhen unter Vorderkais Füßen. Tausende und Abertausende werden die Dunkelheit umarmen und sich auf Geheiß des Meisters erheben. Tausende und Abertausende werden ein neues Zeitalter im Glanz der vier Reiter der Apokalypse begründen. Attacke! Repent. Mal kurz geschaut. Hier, Regonga müsste jetzt relativ gut zurechtkommen mit dem Ding. Also, er hat 9 gewürfelt, hat einen Modifikator von 20. Warum? Weil Grundangriffsbonus 8 und Stärke 15. Umstände, okay, Zange nehmen, das passiert nicht immer. Aber die zweite Hinrichtung sorgt nochmal für plus 2 dazu. Rüstungsklasse des Ziels ist 27, 29 ist er mit einem unterdurchschnittlichen Wurf drüber gekommen. Ja, schön. Und der hinterhältige Angriff, ja, Knock Knock besorgt den Rest. Und der nächste Kerl. Schön. Wo müssen wir eigentlich hin? Müssen wir hier unten durch? Oder müssen wir oben lang? Ja, hier unten geht es gar nicht weiter. Das war nur so diese Plattform und diese Lupe und diese Sense. Wir müssen uns hier oben durchschleusen. Irgendwie. Eine Ente ist auch da. Da unten sieht es aber auch gefährlich aus, weil das Licht da so hinscheint. Aber das ist wohl nur Kulisse. Wer ist da? Attacke.
jetzt hat Dinges Moments nicht getroffen. Eine 5 reicht eben nicht. Dafür reicht dann beim nächsten Mal einer. Ne, wer war denn das? Das war nicht mal Regongar, das war Ogbo. Ogbo will sich rächen an diesen Viechern, die sie ihn so richtig in das Fell gegen den Strich gebürstet haben. Das sind wieder 2 Äxte plus 1. Da ist eine Lupe. Das ist bestimmt Wissenwelt wieder, jo. Der Michel kriegt das alles hin, ja, ist unfassbar. Schwierigkeitsgrad 17, Modifikator 14. Das hätte Rikon gar nicht geschafft. Die Liste der Clans und Familien hat schon bessere Zeiten gesehen. Jemand hat die Tafel zerbrochen und einige eingeritzte Namen entfernt. Du bemerkst ein Wort, das über die sauberen Zeilen geschrieben wurde. Verräter. Verräter. Oh. Knock, knock. Was ist da los hier? Warte mal. Clip, clap, clip, clap. Du bist nicht so gut, was... Erkennen von Fallen angeht. Das sollte sich dringend anschauen. Und die Ente geht wieder aus dem Weg, danke. Wir finden eine alte Zyklopenmünze, Bergkristall und Perlen. Ach, hier noch was. Share your troubles. Und Michel schafft's wieder, Schwierigkeitsgrad 16. Der Meister des Todes wird jene rufen, die unter seinen Füßen ruhen. Wer Vordakai widersagt hat, wird zu seinem Diener werden. Der große Vordakai wird erbitterte Feinde durch ein jenseitiges Ziel vereinen, seinen Willen umzusetzen. Ach so, nur sein Wille, alles andere ist egal. Oho. Naja, was werden wir zu diskutieren haben. So, so, so. Ist alles nicht so schön hier. That is not far. Kann man hier hinten noch irgendwo hin? In irgendeinen Winkel? Um noch was zu finden? Nö. Ich glaube, das war hier alles. Diese beiden Zipfel hier kann ich offenbar nicht erkunden. Ich komme nicht mal in die Nähe. Dann geht man hier raus. Immerhin der Rabe ist uns erspart geblieben, denkt sich Dringil. Und fragt sich, wie lange die Helden eigentlich noch durch diese ungastlichen, unwirtlichen und auch schwer passierbaren Berge marschieren müssen, um irgendwann mal zum Grab zu kommen. Da haben sie es. Abbrechen. Na, noch sind die Helden frisch. Allerdings sind schon einige Buffs weg. Hundi und so. Na, ein bisschen hat er noch. Na gut, liebe Helden. Liebe Helden. Liebe Quirlinge, ich mache hier Schluss. Und weiter mit den Helden. In Vordakais Grab geht's erst im nächsten Teil. Bis dahin.